herzlich willkommen, liebe Wagen, hier zu deinem Video Liebe aktuell. Schauen wir uns an, was war in der kurzen, nahen Vergangenheit, was ist und was wird werden. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge in der Liebe? So, meine lieben Wagen, während ich hier die Karten mische, ich höre schon, die Dinge sind nicht so, wie sie sind. Na, das ist ja spannend. Es geht um genaueres Hinschauen, liebe Waage. Na, dann werden wir das jetzt mal tun. In der Zwischenzeit, lasst mir ein Like da, vor allem abonniert, drückt auf die Glocke, auf dass ihr keines meiner Videos verpasst, teilt meine Videos. Und selbstverständlich gibt es zu diesem Video ein Extended, eine ausführliche Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Biobox unter dem Video. Für ein persönliches Channeling, Beratung, Tarotlegung, www.sternenmedium.de. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst. So, die Waage. Worum geht es in der Liebe? Bei der Waage höre ich Einsamkeit, Missverständnis. Wow. Ist das ein oder zwei Karten? Zwei Karten. Ich mische noch, bis die dritte Karte kommt, meine Lieben. Es geht um Kommunikation, Missverständnis, auf den Punkt kommen. Yesas, ganze vier Karten kamen noch zusätzlich raus. Ja, dann werden wir uns die alle anschauen. So, Moment, lasst sie mich mal ordnen. So, sehr schön. Also meine Lieben, es geht erstmal darum, dass die Kommunikation zwischen dir und deinem Gegenüber, sie sagen, verstopft ist. Warum verstopft? Weil sie bruchstückhaft besteht, nicht flüssig ist. Es geht darum, sagen sie, eine Position einzunehmen, eine objektive Position, liebe Wagen, auf dass ihr das aus einer anderen Perspektive her seht. Und zwar, sie sagen mir, seht das Gute, das Positive an dieser Sache, um die Schönheit der Dinge, die Schönheit eures Gegenübers, es als vollkommenes Unikat zu sehen. Das gleiche gilt natürlich auch für euer Gegenüber, liebe Wagen, dass euer Gegenüber euch als vollkommenes Unikat wahrnimmt. Ja, es geht um Ausstrahlung. Sie sagen, manche von euch können sich auch in den besten Freund oder die beste Freundin verliebt haben oder zumindest in ein Gegenüber, welcher euch als Wegweiser diente. Doch sie sagen, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Gut, wir schauen. Es geht darum, liebe Wagen, hier noch mit diesen wunderbaren vier Karten, die zum Schluss kamen. Ihr seid nun bereit, Heilung zuzulassen und vor allem, das Gute ist, die Heilung wird so tief, liebe Wagen, dass ihr wirklich zum Ursprung des Schmerzes kommt, zum Kernschmerz.
zum Schmerzkern. Sie sagen, wenn ihr einmal den Ursprung erkannt habt, welcher all die Problematiken hervorruft, ihn erkennt, könnt ihr ihn auch lösen. Denn es geht darum, dass ihr in der Liebe immer das bekommt, meine Lieben, was ihr euch erwartet. Das heißt, auf was fokussiert ihr? Auf was seid ihr fokussiert? Es geht darum, dass ihr in der Liebe sehr, sehr stark manifestieren könnt. Schaut euch diese Karte an. Was möchtet ihr manifestieren? Greift ihr zu den Diamanten? Greift ihr zur Gefahr? Greift ihr zum Betrug? Greift ihr dazu, dass ihr sagt, ich möchte eine Transformation, einen Neubeginn? Lasse ich alles auf mich zukommen oder werde ich aktiv und gehe heraus aus der Opferrolle und entscheide mich? Sehr wilde Zeiten waren bei euch, meine Lieben. Sehr, sehr wilde Zeiten, sehr stürmische Zeiten. Das Zenit. Doch wollt ihr zur Lösung greifen? Es geht da auch um Sturheit bei einigen. Und zwar, sie sagen Sturheit bezüglich der Prinzipien. Doch die Sturheit müsst ihr beiseite lassen, wenn ihr dem Grundproblem in der Liebe auf den Grund kommen wollt, gehen wollt. Denn dieses Portal steht jetzt für euch bereit, meine Lieben. Das Portal der Heilung, und zwar ein ganz, ganz großes Thema, sie sagen, an denen ihr euch oft die Zähne ausgebissen habt, ein für alle Mal loszulassen. Doch dadurch müsst ihr erkennen, durch den Schmerz gehen und zugreifen. Und wenn das passiert ist, dann wird die Weisheit in euch sprechen. Und zwar die, die aus eurem Herzen kommt, nicht die aus eurem Kopf. So, meine Lieben, wir schauen uns an die nahe Vergangenheit. Was ist vor kurzem geschehen bei dir, liebe Waage? Ja, Kommunikationsproblem. Und zwar, du hast dich verletzen lassen, demütigen lassen, ausnutzen lassen, belügen lassen, was auch immer. Doch du hast es nicht wirklich kommuniziert, wie es dir geht, wie es im Innen aussieht. Du hast das alles ganz tapfer mit dir selbst ausgemacht. Und hast nach außen hin einen wunderbaren Schein, einen illusorischen Schein walten lassen. Es ist sehr, sehr großer Schmerz in dir ausgelöst worden, dadurch, dass du nicht beachtet worden bist, dass dir nicht die Wahrheit gesagt wurde und vor allem, dass dein Gegenüber nicht zu dir gestanden ist. Sie sagen, da ist etwas ganz, ganz Grobes aus dem Rahmen gefallen. Und zwar, liebe Waage, hat eine ganz, ganz große Enttäuschung stattgefunden bezüglich
einer deiner Erwartungen, eines Traumschlosses, das du dir, ja, sie sagen, erfunden hast, darauf gehofft hast. Irgendetwas hat nicht stattgefunden. Ja. Jemand hat sich nicht zu dir bekannt. Jemand hat dir nicht seine Gefühle offenbart. Es gab kein Wachstum. Sie sagen, liebe Waage, zeige dein wahres Gesicht. Es geht nicht nur um die anderen. Ich merke schon, dieses Reading wird wieder sehr intensiv. Aber gut, sie sollen ja auch zum Nachdenken anregen und euch helfen, dass ihr euch auf euer höchstes Wohl entwickelt. Ja? Sie sagen, setzt dort an, wo der Schmerz sitzt. Fragt euch nicht, warum es euch passiert ist oder geschehen ist, sondern sie sagen, lasst jetzt zu, dass Heilung eintritt. Sie sagen, es kostet euch viel zu viel Kraft, immer diese Maske zu tragen. Lasst sie fallen. Sie sagen, das, was ihr euch so sehr wünscht, das kann nicht kommen, wenn ihr eine Maske tragt. Denn da seid ihr automatisch schon unehrlich von Anfang an dem Gegenüber, weil ihr euch nicht so zeigt mit euren Licht- und Schattenseiten, wie ihr wirklich seid. So, bitte noch etwas zur Vergangenheit von der Waage. Ja. Du hast so tiefe Gefühle für dein Gegenüber gehabt, doch wie ihr seht, hier die Muschel ist zu. Sie zeigt ihre Perle nicht. Vielleicht hast du sie auch nicht kommuniziert. Vielleicht ist etwas aus dem Rahmen auch gefallen, weil du deine Gefühle eventuell nicht gezeigt hast, dich nicht verletzlich gezeigt hast. Doch du wartest ja ab, auf dass sie dir gezeigt werden und offenbart werden. Was möchte dir dein Gegenüber sagen, liebe Waage, mit seinem oder ihrem Verhalten? Was möchte dein Gegenüber dir widerspiegeln? Welcher Punkt ist in dir des gleichen Verhaltens? Ich höre auch, es geht auch durchaus um einige Waagen, die alleinerziehend sind. Beziehungsweise sich eine Karte ist runtergefallen, ne? Beziehungsweise sich nicht ist wieder alles super unprofessionell, beziehungsweise sich nicht bekennen konnten, sich nicht entscheiden konnten, auch zu sehr aus Sicherheitsgründen, Stabilitätsgründen irgendetwas gemacht haben. Vielleicht, liebe Waage, du oder dein Gegenüber habt aus Angst gehandelt oder nicht gehandelt, um Stabilität zu verlieren. Doch die geistige Welt sagt dir, darum geht es überhaupt nicht. So, wir werden uns schauen. Wir werden uns schauen.
bin schon so tief drin. Wir werden uns anschauen. Was ist jetzt? Wie? Na, da kamen schon ganz viele. Wie ist die aktuelle Lage? Ja, du erhoffst dir eine Entschuldigung. Ich sehe, bei manchen ging es um eine Drittperson, die da interferiert hat in der Beziehung. Du erwartest dir eine Entschuldigung, du erwartest dir ein Entgegenkommen. Doch damit wirst du im Regen stehen gelassen, mit dieser Erwartung. Das ist der momentane Ist-Zustand. Es geht darum, liebe Waage, die geistige Welt sagt dir, höre auf deine innere Stimme, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition und handle danach. Sie sagen, du bist von niemandem abhängig, außer von dir selbst. Es geht um blockierte Kommunikation. Ist immer, wenn ich meinen Reizhusten bekomme. Es geht darum, dass dein Gegenüber kann entweder ein Wasser- oder ein Feuerzeichen sein, muss aber natürlich nicht, zu dominant ist, zu egoistisch und dir einfach nicht das gibt, was du dir so sehr wünschst. Doch, wie soll er es dir oder sie dir das geben, wenn nicht kommuniziert wird, nicht das Essentielle nicht kommuniziert wird? Ich höre, es geht um Hop oder Top. Ihr fühlt euch bedrängt, eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise ja, ihr fühlt euch nicht in der Lage, dass ihr eine Wahl habt zu einer Entscheidung. Ihr werdet vor vollendete Tatsachen gestellt. Und zwar, ja, dass diese Person sich einfach schlichtweg nicht um euch bemüht oder sich nicht zu euch bekennt. Doch ich sehe hier, diese Person ist absolut hundertprozentig mit einer anderen Person beschäftigt oder gar mehreren Personen beschäftigt. Ja, also da ist ja dann auch die Frage, was willst du damit? Sie sagen, eine Person, der Materielles wichtiger ist als die Liebe, hat im Leben nichts verstanden. Na, das sind wieder strenge Worte hier. Ja. Es geht darum, dass du keine Emotionen bekommst, liebe Waage. Und du fühlst dich wirklich sehr ausgenutzt und sehr, sehr enttäuscht. Dein Gegenüber hat sehr egoistisch gehandelt. Du fühlst dich bekämpft, erschöpft. Doch die geistige Welt sagt, warum erträgst du das weiterhin? Du entscheidest, was du fühlen willst, was du machen willst. Sie sagen, mache dich nicht zum Opfer deiner Emotionen, zum Opfer deiner Verletzungen. Denk dran, am Anfang kamen diese zwei Karten. Du hast jetzt die Chance. Sie sagen, zu diesem Neumond, ja, bis zum Vollmond hast du die Chance, zum Kern des Schmerzes zu gelangen. Und zwar nicht nur jetzt diese Situation. Es ist ja eine Situation, sagen sie, die schon länger getriggert wird, auch durch verschiedene Menschen. So, wir schauen uns an, im Extended, meine Lieben, wie wird es weitergehen? Wir schauen uns mehreres noch an. Ich höre schon, die hören nicht zu reden auf. Liebe Wagen, die, die hier aussteigen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und für die anderen sehen wir uns gleich wieder. Ciao!